Das wäre sicher. Frage: Er kann auch alles reparieren. Kannst du das reparieren? Das wird er nicht wollen. Das hat er ja gerade vor meinen Augen zerdroschen. Das Ding kann ich nicht mitnehmen. Wo kriege ich vielleicht eine rote Leuchtröhre her? Kein Interesse. Solltest doch nicht die Comics mitnehmen. Hab ich schon gesagt, Der rote Farbeimer stimmt ja wahrscheinlich nicht mehr da. So kriege ich gar nichts aus ihm raus. Der lässt sich von mir nicht einschüchtern. Willst du den Griff vom Lichtschwert? Nein. Dann nicht. Hä? So. Hab wieder rausgeklickt. Kann ich ihn mit dem Schwamm einen überziehen? Das würde keiner wollen. Ja gut. Das kann ich nachvollziehen. In die Bank komme ich auch nicht rein. Dank. Bin ich Rockefeller oder? Okay. Du Typ. Der ist immer noch völlig daneben irgendwie. Der hat doch den ganzen Tag nichts zu tun, außer montags irgendwie da rumstehen. Wir haben natürlich auch noch das nervige Kind in der U-Bahn, ne? Was geht, Junge? Du bist hässlich. Wird sein Ding niemals leer? Cooles Abzeichen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Hey, das ist aber ein cooles Abzeichen. Kann ich das mal ausleihen, Kleiner? Du Penner! Ja, das mag ja deine persönliche Meinung sein, aber lenken wir mal nicht ab. Willst du das vielleicht eintauschen? Nein, ich bin hier das Gesetz. Oh, guck ist mal. Ist es immer noch verpönt, kleine Kinder in Computerspielen umzulegen? Du bist hässlich! Da kommt immer weniger Wasser raus. Ein Schandmaul? Schandmaul? Ha, wie alt bist du denn? 60? Ich glaube, das war's. Soll ich sie dir wieder auffüllen? Oder willst du lieber Süßigkeiten? Kinder lieben Süßigkeiten, oder? Hey, wenn ich mir das Abzeichen ausleihen darf, bringe ich dir Süßigkeiten, okay? Nein, ich will eine bessere Knarre. Kriege ich das Abzeichen, wenn ich dir eine bessere Knarre besorge? Weiß nicht. Du bist so hässlich. Ich will eine bessere Knarre. Aber wer weiß, wenn du mir Süßigkeiten mitbringst... Ich muss ihn irgendwie bestechen oder so, wenn ich mit dem kleinen Presser ins Geschäft kommen will. Ich glaube, er hat was von einer neuen Knarre gesagt. Ja, mir würde doch schon jemand einfallen, der eine andere Knarre hat. Ja. Kann ich deine Knarre haben? Ein Schuss in die Luft am helllichten Tage reicht fürs Erste. Er will eine Nagelpistole. Ey, ich sagte, das ist kein Spielzeug und ich... Okay. Partydröte. Und Bob? Warum? Weil ich's kann? Nicht? Laser. Laser. Laser? Okay. Laser! Das sieht gut aus. Okay, und jetzt Plutonium rein. Komm, Plutonium. Kinder macht das nicht zu Hause nach, wenn die Eltern nicht dabei sind. Ja, Kinder haben auch nicht einfach mal so irgendwie ein Plutonium-Schab bei sich zu Hause rumliegen. Also wenn doch, dann wäre das seltsam. Okay, jetzt komme ich zwar immer noch nicht an die Nagelpistole ran, aber... Wir haben ein Möchtegern-Lichtschwert.
Plutonisiertes Lichtschwert. Hier ist dein scheiß Lichtschwert oder was auch immer. Und sei vorsichtig mit dem Ding. Ich weiß nicht, was abgeht, wenn man es einschaltet. Sehr witzig. Mal sehen. Heilige Mutter des Imperators, das ist erstaunlich. Schalt das ab, bevor du jemanden umbringst. Spektakulär. Hier ist Ihr Radio, Admiral. Ich muss jetzt einige Tests durchführen. Ich hau ab, bevor ich eine Hand verliere oder so. Okay, hast du noch was zu sagen? Auf keinen Fall. Will mich nicht von jemandem vaporisieren lassen, der so rumläuft. Ach, warum denn nicht? Ich finde schön, dass auch das Gehäuse repariert wurde. Mein liebes Radio weilt wieder unter den Lebenden. Die Frage ist, was kann ich jetzt mit dem Radio machen? Ob ich das dem Bauarbeiter hinstellen kann? Nein, och, öffne doch einfach hier. Maussteuerung manchmal, ne? Hier, Bob, willst du... Auf keinen Fall, das gebe ich nicht mehr her, zumal es jetzt funktioniert. Wozu habe ich denn jetzt das reparierte Radio? Wer könnte damit was machen? Wir haben ein Radio und ich weiß nicht wofür, aber wir haben es repariert. Wir haben einen ekligen Schwamm. Feuerlöscher, Gedöns, Dingens des Todes. Womit wir auch noch nichts anfangen konnten, war der eine Typ von Clayton's Cave. Was hat sich geändert, seitdem wir hier sind? Der wartet ja auf jemanden, ne? Der Typ weiß nicht mal. Mein nützlichster Gegenstand, den gebe ich nicht her. Wir haben dieses Loch. Seitdem wir dieses Loch haben, was hat sich seitdem verändert hier? Aha. Hey, was schleißt du hinter meinem Rücken rum? Mach dich mal locker, Kumpel. Bleib mir fern. Was schleißt du hinter... Mach dich mal... Bleib mir fern! Okay. Der spielt auch mit einer Münze. Kann man irgendwas in das Loch stecken? Oder zukleben? Muss ich gar nicht. Nein. Kannst du... Die Tröte? Das ist keine gute Idee. Nein. Kannst du das Blech? Nee. Den Schwamm? Wenn du das für eine gute Idee hältst. Wenn das da vorstellt, spielt er da auch mit seiner Münze rum? Ja. Hey, was glaubst du, was du da tust? Ich magnetisiere die Münze.
Na komm. Ich mach das nicht mehr. Stand ich zu nah dran oder was? Oder dauert das einfach so eine halbe Ewigkeit hier? Ach, vielleicht wieder hiermit? Nein. Hey, was glaubst du, was du da tust? Nee, so ist das nicht richtig. Okay. Hey, was schleichst du hinter meinem Rücken rum? Ich wollte mit dir reden. Locker, Kumpel. Sorry, Mann. Ja, Mann. Ich kann nicht in das Rohr sprechen, solange das Radio da steht. Kennt ihr mal das Radio mit? Hi. Hi. Also er reagiert drauf, aber ist wahrscheinlich nur ein Hinweis, dass er reagiert auf Sounds wahrscheinlich. Hm. Hm. Oder könnte ich das damit verbinden? Nein. Kann ich das damit verbinden? Nein. Hm. Nimm das Radio wieder mit. Nein, du solltest hier Inventar öffnen. Kannst du die Tröte mit dem Ding verwenden? Ich warte, bis er hier seine Münze wirft. Warum? Okay, dann nicht. Dachte so, dass er sich vielleicht erschreckt oder so. Aber anscheinend hat er schon irgendwie was mit dem Magneten zu tun. Weil er macht ja was mit dem Magneten. Und man macht die Animation jetzt nicht, wenn das damit nichts zu tun hat. Hm. Oder ändert sich vielleicht was hier drinnen, wenn wir halt hier das Ding ins da reinstellen? Oder vielleicht kommen wir einfach mal von der anderen Seite oder so. Könnten wir theoretisch reingehen? Ja, könnten wir. So, wirft er jetzt noch seine Münze? Wahrscheinlich nicht, weil ich zu nah dran bin. Hm. Hm. Ihn auf den Kopf hauen bringt ja wahrscheinlich auch nichts, weil wegen... Ja, einmal er ist clean und einmal, ne, sobald ich halt irgendwie in die Nähe rangehe, sagt er, hey, was machst du da hinter meinem Rücken? Hey, was schleißt du hinter meinem Rücken rum? Mach dich mal... Bleib mir fern! Hm. Vergiss es. Die Teleskop... Hm. Wenn du das für eine gute... Ich glaube eher, es hat irgendwas mit dem Loch zu tun. So in erster Linie. Die Frage ist halt nur was. Wenn du das für eine gute. Ja, Pause werden wir wahrscheinlich auch bald machen. Ich will nur ganz kurz überlegen, was können wir denn noch tun? Ich gar nicht. Können wir den Schwamm vielleicht erstmal hier reinpacken? Das würde keiner wollen. Ich habe keine Ahnung. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Oder aber wir haben halt noch nicht das, was ich wir brauchen. Nicht, dass das hinhaut.
Na gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze hier an, ob ich das dann irgendwie nochmal gedeichselt kriege und alles. In der nächsten Folge von Wendell's Monday. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.